Der dritte Spieler heißt euch herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Mein Name ist Paladin Fenris und das ist Scribblenauts Unmasked, a DC Comics Adventure. Und ich würde sagen, wir legen mal direkt mit dem Spiel los, wenn ich hier so weit bin. Gewissermaßen. Irgendwie. Erstmal kurz ein Abstecher ins Optionsmenü. Sound Graphics, vierfach MSAA. Hey. Okay. Well. Graphics, Data. Gut. Klingt in Ordnung. Kann man so lassen. Und ich würde sagen, wir springen mal direkt ins Spiel rein und schauen, was das Ding eigentlich so ist. Ach ja, das Ding ist gestern neu erschienen auf Steam. Lokalisiert in allen möglichen Sprachen, weil ich es schon so gewohnt bin auf Englisch, werde ich das Ding auf Englisch belassen. Und ja, let's get started. What makes a hero? Is it power? Is it speed? Is it facing your fear? Are heroes born out of a sense of duty? Can a hero be constructed? Or, as I have seen far too often, are they born out of tragedy? I've seen my share of heroes, young men and women who stand up for what's right, facing down impossible odds in the name of justice. This is the story of one such young man who would hold the fate of a world in his hands. Maxwell was, in many respects, very much like any other boy. He loved to play. He sometimes got into trouble. But he always tried to do the right thing. And like many other children, Maxwell loved comic books. Maxwell's sister, Lily, also loved comic books. They disagreed, as siblings often do, over which of their favorite heroes was the best. Batman. Clearly Batman. But the only way to find out which hero is better would be to find out in person. For you see, Maxwell and Lily were no ordinary children. Maxwell could create any object by writing it in his notebook. And Lily had a globe that let her travel anywhere she wanted. Ganz ehrlich, jetzt schon mal ein ganz großes Daumen hoch für die Präsentation. To my world. And here, Maxwell would learn what it takes to be a hero. Oh. Maxwell would have to come face to face with his own dark side. Okay. Something went horribly wrong und Lily ist wieder nicht da. Okay. Also die Prämisse erscheint uns bekannt. Gotham City, a city under siege. Ja, schön. Ein paar Hexenwendungen, Comic-mäßig. Auf. Gut. Okay. Oh. Okay. Okay, diesmal haben wir auch sowas wie einen Dialog, wenn man so will. Excuse me. Okay, das ist gut. Cool. Es gibt jetzt sowas wie Dialoge. Oder auch nicht, oder doch. Rest Attack. Es gibt Kampfmechanik. Ratten. Hier ist der Notebook, I need a doctor. Okay. Gut. Medic! Okay, das smiley Gesicht war jetzt gerade göttlich. Gut. Und tschüss. Star Rides, ach, die Dinger, die wir im letzten Spiel. What?
Okay. Stress mit Batman. Sorry, Bruce. Seit wann ist das deine Stadt? Ja? Wait, Mr. Batman. Okay. I don't take chances. I'm Batman. Headshot. Headshot? Headshot. Okay. Adjective. Ich würde sagen, wir machen aus Batman, Metal Batman. Throwing flashbang. Okay. Ich bin fast geneigt, das in seiner Batman-Stimme vorzulesen, aber ich lasse es. Wenn ihr die Dialoge lesen wollt, empfehle ich euch, das Video gelegentlich mit der Pause-Taste zu pausieren, wenn ich euch zu schnell weiterklicken sollte. Zwillingsschwester, das wusste ich nicht. Obwohl, doch, nein, doch, vielleicht. Moment. Ja. Ja, genau, schon wieder. Super. Oh, ich kann nicht mehr. Das ist jetzt schon herrlich. Ah. Back to the Batcave. Bat Communicator. Okay, kein Autogramm. Oh, okay. James Gordon. Jemand, das sind dann die Missionen, die wir bekommen. Ding. Headshot disabled my vehicle. Well, no shit. So, ich konnte nicht widerstehen. Mechanical Grapefruit. Reparier den Wagen, Grapefruit. Komm schon. Ja. Nimm diese mechanische Grapefruit. Batman würde sie benutzen. Was ist das? Okay. Bad Computer. Character Reverse. Unlock Costumes. Ich kann Kostüme freischalten. Das ist super. Ich will ein Green Lantern Kostüm. Ich mag Green Lantern. Totally digging Green Lantern. Nochmal kurzen Exkurs zu meiner Comic-Vergangenheit. DC Comics all the way. Justice League of America. Young Justice. Teen Titans nicht so wirklich, aber Green Lantern, Flash. So die Sachen. Ich habe sie gelesen. Speziell Young Justice. Ich denke mal, ich werde mir an passender Stelle mal das Young Justice Team zusammenstellen. Impulse, Robin, Superboy, Wonder Girl, Arrowhead, Secret Secret. Oh, ich hoffe, es ist Secret Weapon. Gut, okay. Nein. Halt. Was? Spawn a DC Object. Es gibt zwei von ihnen. I don't... Moment, bitte, was?
Ah. No. Moment, was ist das? If you reuse the same word without leaving or restarting the map, you will get 50% less reputation. Ah, okay. Also Item Spamming wird jetzt auch ein bisschen vermieden. Wir müssen also sowas wie Reputation sammeln. Ich denke mal, das ist das Zeug hier. Und gut, Mechanical Grapefruit. Ich würde sagen, Grapefruit Mechanic. Graceful Mechanic. That Diadem. Was? Hey, hier geblieben. Repariert das Auto. Was? Das ist ein Auto. Oh, bollocks. Okay. Ja. Was zum... fixed. Repariert. Per Adjektiv funktioniert nicht. Was zum Geier. Komm schon. No. Den haben wir schon... Working! Es sollte jetzt wieder funktionieren. Faulty Police Car? Bullshit. Repariert. Es, na, super. Der Mechaniker will es nicht... Also, lass mal das. Okay. Maxwell, can you hear me? Oh, cool. Reputation. No one respects a hero who takes the easy way out. Okay, also Invincible Superman in allen Situationen zu rufen, wird nicht funktionieren. Alles klar. Hm. Okay. Okay. Gut. Was kann ich hier hin? Damit ich... Ah. Ding! Victor Sass. Ah, super. Darf ich den jetzt nach Arkham fahren, oder wie? Up to the roof, through the door on the right. Okay. Tiny rideable portable Zass. So. Was? Area 2. Okay. Gut, alles klar. Area 2. Maxwell. Area 2. Maxwell. Got it. Thank you. Kommst du? Gefällt. Ah, was soll's? Hi. Was? Hey! Sleeping. Portable. So. Was? Der darf nicht schlafen? Wait a second. Ich muss den ganzen
Mir fehlen die Worte. Also wieder bis zu der Stelle, alles klar. Okay, versuchen wir ihn mal zu tragen. Ja, Harry 2. Not bad. Klatsch. Was geht? What? Anything you attack with has a durability. Okay, also kann ich Waffen jetzt auch nicht mehr unendlich benutzen. Green to yellow to red. Okay. Now create a weapon. Was für eine Waffe? The Batarang. Okay, das funktioniert nicht. Wir brauchen... ein Stab aus Kryptonit. Einfach nur so. Klasse. Fliegen durfte er nicht, aber K.O. hauen durfte nicht. Suspicious Clown Car. Okay. Save. Und jetzt bin ich auf mich allein gestellt. New Starlight Icons sind Story Missionen und alles andere. Was zum Geier bist du denn? Mr. Bones. Wer ist das? Former villain who aided in the creation of meta-enhanced children. Jo, okay. I see. Mr. Terrific. Ah, das ist der Mr. Terrific der neuen Generation. Den hatte ich, glaube ich, mal in einem Justice Society of America Comic gesehen. Ja, was mich jetzt interessiert ist... bitte lass Secret drin sein. Yes! Oh yeah! Young Justice. Oh ja! Moment. Ah, das ist nach dem ein Event. Aqualad, Superboy, Impulse, Lobo Junior. Okay. Tim Drake, Robin. Mein Lieblings-Robin. Robin. Das alte Nightwing. Nightwing. Cool. Später. Cool. Young Justice ist da. Frage ist, könnte ich mir die auch... jawoll, Arrowhead ist da. Wundergirl, genau. Bester Verdipper ever. I see. Nicht. Keins der Outfits aus den alten Young Justice Comics, lediglich das neue. In Ordnung. Komme ich mit klar. Kann ich den... ach, weg damit. Hi. Hallo, Mr. Bones. Wo bist du? Ah. Think you know heroes? Write 3 to battle my favorite villains. Scott Kikuta. Okay. Du bekommst schon mal die erste Packung von Young Justice. The Impulse. No, wait. Impulse. Nein, was soll das? Was machst du?
Spalte doch. So, Sekunde. Das glaube ich jetzt nicht. Get Flash. Wall US Part L. Wait. Impulse. Bart Allen, using super speed and impulsive demand as a member of Super Team Young Justice. Später bei Teen Titans als Kid Flash. Okay, das ist eine Enttäuschung. Schade. Gut. Dann. Oh, wait. Oh, first appearance. Superboy Prime. Superboy 1 Million, was zum Geier? Ja, Superboy. Aber wer sind deine Favorite Villains? Hallo, hier. Hier ist Superboy. Okay, das wird komplizierter, als ich gedacht habe. Versuchen wir es mal mit... Tim Drake, Robin. Bla 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 bla. Und... Secret. Villains, I choose you. Was ist das denn für einer? Wait. Kalenderman? Den gibt's wirklich? Was zum Geier? I don't... Maxi Zeus? Okay, den kenn ich. Maxi Zeus. Professor Pig. Fringe villain, enemy of the Batman. Circus of the Strange. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Details, wir brauchen noch nicht mal Superboy dafür. Ah. Und er ist down. No! Ich sage yes! Was ist das? Ein Skalpell. Ah. Okay. Das hat funktioniert. Danke Secret, danke Robin und ich würde sagen, für den ersten Ausflug in Gotham City war das doch gar nicht mal so schlecht. Bin mal gespannt, wie sich der Rest des Spiels noch so entwickeln wird. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war es von mir an dieser Stelle mit der ersten Episode von Scribblenauts Unmasked DC Comics Adventure. Und ich werde mich bemühen, in den nächsten Episoden den Namen nicht mehr komplett auszusprechen. Ich versuch's. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Herzlichen Dank. Schreibt in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben oder nach unten. Je nachdem, wie ihr euch beliebt. Und abonniert unseren Kanal. Verpasst keins von unseren neuen Videos. Bis dahin. Macht es gut. Tschüss.